Hallöchen, liebe Bastelfreunde, Sebastian hier von DEFMA Models. Willkommen zur Ausgabe Nummer 2 für den Kit, den Knight Rider Mobil aus dem Hause Phantom. Wenn euch das Modell interessiert, schaut doch gerne unten in der Videobeschreibung vorbei. Da gibt es einen Bestelllink mit einem Promocode, den ihr einfach bei der Bestellung mit einfügen könnt. Und ja, wir werden uns in der Ausgabe Nummer 2 heute um die Montage der vorderen Stoßstange werden wir uns ein paar Teile anschauen. Und wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns gleich Schritt für Schritt an. Ihr lasst gerne noch ein kostenloses Abonnement hier da und macht mich mit einem Daumen nach oben glücklich. So, Lieben, wir bekommen in diesen Teileblister hier, ne, wo wir hier einmal vorne die Schnauze drin haben. Dann hier diverse Teile für später für das rote Lauflicht. Und hier noch diverse Halterungen für Lichter, ja, die werde ich eins mit euch zusammenbauen und das, die anderen zwei mache ich dann fix alleine. So, dann haben wir hier noch verschiedene Schrauben, und zwar AM, AP und GM. Und hier noch einen kleinen Winkel. Und wir kurz gucken, wie der sich nennt. Ach, das ist die Halterung für die linke Leuchte. Ja, ein kleines Winkelstück hier. Einmal aufgeräumt. Gut, dann fangen wir mit dem Winkel als erstes an, indem wir den jetzt hier hinten in die Stoßstange einmal einfügen. Und zwar muss ich hier gerade hier linsen, wie das funktioniert. Das ist dann nämlich bloß so fern gebildet. So, also, der muss, hier ist ein kleiner grüner Punkt drauf, wenn ihr das seht, der muss einmal nach unten durchgereicht werden, dass der nachher hier vorne wieder rausguckt. Und zwar setzen wir den hier außen auf diesen kleinen, auf diese Halterung da auf, mit einer AM-Schraube zusammen. Und jetzt kommen wir zum Zusammenbau der Leuchten. Also, wie gesagt, ich mache eine zusammen mit euch. Und bei denen müssen wir mal schauen. Die haben nämlich hier zwei verschiedene Richtungen. Und zwar einmal hier, wo es fast am Rand abschließt, und einmal, wo dieses Stück Plastik hier einmal ein bisschen weiter in der Mitte ist. Das halten wir nach oben. Ja? Fügen dann das Klarteil hier einmal ein. So, und das wiederum kommt jetzt hier vor das Gehäuse. So. Und wird dann mit zwei AP-Schrauben gesichert. So, dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Die ganzen Teile werden jetzt nach und nach hier innen eingesetzt. So, wollen wir nochmal schauen, wie rum. So rum sollen die jetzt hier drauf. Und dann mit nochmal AM machen wir das Ganze an der Stoßstange fest.
Die nächsten zwei mache ich fix alleine. Und dann sehen wir uns gleich zum Einbau der Laufleiste wieder. So, wenn die drei dann jetzt hier fest sind, nehmen wir uns als nächstes einmal die rote Blende, stecken die jetzt hier einmal oben drauf. So, und das Teil, wo hier später die LEDs reinkommen, das stecken wir quasi einmal parallel dazu hinterher und machen das hier mit GM-Schrauben zwei Stück fest. So, und damit haben wir auch Ausgabe 2 erledigt. So, lieben Damen, sind wir auch schon mit Ausgabe Nummer 2 fertig. Ich zeige euch hier nochmal die Stoßstange. Ne? Hier kommen später nachher die, wie wir sind das hier, 1, 2, 3, 4, 8 Stück LEDs rein, die hier später dann dieses rote Lauflicht erzeugen, was man vom Knight Rider Kit kennt. Ne? In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen und freue mich natürlich, euch zur nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.